Online-Shopping und Weihnachtsmärkten und so. Ganz toll, dass Sie hier heute sich für uns entschieden haben. Wir haben vor 14 Tagen Geburtstag gefeiert, weil ich mit der Stufe ins vierte Jahr gegangen bin. Und ich freue mich ganz doll, dass heute ganz viele liebe Stammkunden da sind, aber auch, ich kann schon fast sagen, über die Deutschlandgrenzen hinaus Gäste da sind. Also wir haben hier heute Gäste aus München, dann ein ganz lieber Freund aus Wien ist heute mit Flieger angereist, um die Veranstaltung hier heute mitzuerleben. Und ja, und alle anderen sind natürlich genauso herzlich willkommen, ist ganz klar. Diese Veranstaltung, Kästnerabend, das dritte Mal, rappelvoll ausverkauft. Wir haben heute noch viele Anfragen gehabt, aber ich bin davon ausgegangen, dass alle, die reserviert hatten, auch kommen. Das ist leider immer dann manchmal nicht so. Ist ein Beispiel dafür, was wir in diesem Jahr hier auf die Beine gestellt haben. Haben wir erst gar nicht so erwartet, dass Kästner so boomt. Und ich glaube, wir müssen im nächsten Jahr noch einen drauflegen, weil das habe ich den Leuten heute versprochen. Und ja, es ist eigentlich ein Beispiel für das, was wir hier machen, eben nicht nur die normale Lesung, die steife Lesung, sondern den Gästen einen unterhaltsamen, informativen, schönen Abend zu bereiten. Und ich hoffe, dass, nein, ich weiß es, dass es heute wieder gelingt. Und ich muss jetzt einmal nochmal sagen, euch beide herzliches Willkommen. Wolfgang, herzlich, alle drei kommen aus Hamburg, haben immer wieder diesen Aufwand, dann eigentlich diese Reise auch anzutreten. Und das ist nicht selbstverständlich und in dem Rahmen auch immer so eine Sache. Ja, eigentlich sind nicht mal die Fahrkosten gedeckt, muss ich mal so sagen. Und ganz toll, da gehört ganz viel Herzblut dazu, dass ihr das immer wieder macht. Und Wolfgang, ich kann die Veranstaltung schon gar nicht mehr zählen, aber wir haben fast die 20 erreicht mit den Doppel- und Dreifachveranstaltungen. Und ja, ohne ihn wäre, glaube ich, die Stufe nicht das, was wir heute sind. Denn ich denke, wir haben uns hier einen Platz jetzt in Lübeck erkämpft, bei aller Konkurrenz, die da ist und bei allen Nachmachern, die da sind. Aber ich hoffe, dass wir das individuelle Besondere uns erhalten. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß. Es wird eine Pause geben. Ich habe heute einen Berliner Naschteller vorbereitet. Und um die Bar zu entlasten, wo mich Maike heute, Musikstudentin an der Musikhochschule, kann ich auch so nebenbei mal erwähnen und hat ja auch schon gesungen bei uns, die wird mich unterstützen. Aber um die Bar zu entlasten, können Sie sich gerne hinten auch selbst bedienen. Und bitte dann auch Kleinigkeit rein tun in das Schweinchen. Ja, dann übergebe ich jetzt an euch. Danke. Danke.